Ja, vielen Dank für die sehr freundlichen, einführenden Worte, Frau Rohle. Herzlichen Dank auch für die Einladung und ich freue mich wirklich sehr, meinen ehemaligen Chef hier wieder zu treffen, Herrn Fischer, der mich hat gehen lassen nach Tübingen vor einiger Zeit. Ich darf Ihnen selbstverständlich auch sehr herzliche Grüße von Herrn Professor Lachner ausrichten, den ich heute hier vertreten werde. Wir haben gemeinsam diesen Vortrag vorbereitet und auch in der Vorbereitung zu diesem Vortrag, zu diesen Folien, haben wir uns den Tagungsrahmen angeschaut. Einige Vorträge sind zum Flipped Classroom gekommen, das haben wir jetzt eben gerade schon gesehen. Und mir ist so ein bisschen der Gedanke gekommen, ja, es ist eigentlich ganz nett, so ein Abschlussreferat zu halten, denn man kann, man darf das ein oder andere rekapitulieren und reflektieren. Man darf aber auch das ein oder andere nochmal herausgreifen, Pointierungen setzen und vielleicht nochmal mit einer anderen Brille anschauen. Und wie Sie sich vielleicht denken können, wird es die Brille der empirischen Forschung sein, der empirischen Bildungsforschung. Aus dem Stall komme ich, aus dieser Ecke komme ich und habe Ihnen einige, sage ich mal, aktuelle Befunde mitgebracht zur Thematik Selbststudium, Flipped Classroom, aber auch der Einsatz und die Unterstützung von digitalen Medien für diese Lernprozesse. Die Digitalisierung ist angekommen in der Gesellschaft. Es ist ein relativ, ja, prominentes Thema zwischen positiven Stimmen und negativen Stimmen. Die Digitalisierung dringt unweigerlich in alle Lebensbereiche vor, in die privaten Bereiche, private Lebensbereiche, aber auch in die beruflichen, professionellen Lebensbereiche und natürlich auch ganz sukzessiv und ganz intensiv in den Bildungssektor, in die Schulen, in die Hochschulen und auch in die Universitäten. Und somit wird die Digitalisierung zum zentralen Schlüsselproblem auch in der Hochschullehre, denn die Medienbildung soll nicht nur für Schülerinnen und Schüler und für uns alle sozusagen relevant sein, sondern eben auch ein integraler Bestandteil universitärer Ausbildung. Was das jetzt heißt, im Zusammenhang mit Selbststudium oder wie ich sagen möchte, selbstreguliertem Lernen, heißt, dass die Hochschulen aufgefordert sind, Angebote und Gelegenheiten auch zu schaffen, mit digitalen Medien zu lernen, mit digitalen Medien selbst gesteuert oder im Selbststudium zu lernen. Das heißt, vielleicht auch, und das ist der zweite Punkt auf dieser Folie, dass digitale Medien im Bereich Bildung oder in Bildungsinstituten so nach und nach, mal abgesehen von WhatsApp und Facebook, eben mehr noch als Bildungstechnologien wahrgenommen werden von den Studierenden, auch im Sinne von lebenslangem Lernen. Genau. Jetzt hatte ich das schon angedeutet, so ein klein wenig Selbststudium, selbstreguliertes Lernen. Das ist heute hier das Thema der Tagung. Anywhere, anytime, everything, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich würde mir ganz gerne erlauben, das nochmal ein klein wenig zu unterfüttern mit Theorie. Ja. Also Selbststudium, sei es in Form von Flipped Classroom oder in anderer Form, hat ein bisschen was mit selbstregulierten Lernen zu tun. Und da steht natürlich auch ein Konzept dahinter, das ist Ihnen bekannt, nehme ich an, ein Konzept oder ein Modell, dass das Lernen im Selbststudium in bestimmte Phasen, die aufeinander folgen, einteilt. Es gibt eine Phase vor dem Lernen, während des Lernens und nach dem Lernen. Und in dieser ersten Phase ist natürlich wichtig, dass man sich selbst Lernziele setzen kann, dass man sich selbst motivieren kann zum Lernen, dass man das eigene Vorwissen in irgendeiner Art und Weise aktivieren kann und natürlich auch bestimmte Lernstrategien kennt, die man einsetzen kann zum Lernen. Dann eben genau in der zweiten Phase während des Lernens diese Lernstrategien, wie zum Beispiel Wiederholungsstrategien, das ist sozusagen die etwas weniger anspruchsvollere Strategie, mehr noch Elaborationsstrategien auch anzuwenden und das eigene Lernen, den eigenen Lernprozess zu überwachen und zu regulieren. Die dritte Phase nach dem Lernen, und das könnte vielleicht auch eine Präsenzphase sein im Flipped Classroom Setting, ist dann dazu da, zu schauen, habe ich mein Lernziel eigentlich erreicht? Wie habe ich es erreicht? Wie habe ich es bewältigt? Und welche Schlussfolgerungen kann ich daraus ziehen aus meiner
aus meinen Handlungen, aus meinem Erfolg oder Misserfolg. Jetzt frage ich mal ganz kurz zwischen, ein kleines Glas Wasser wäre wirklich toll. Ich merke gerade, dass meine Stimme sehr trocken wird. Wie wir heute schon gesehen haben, vielen Dank, ist das Flipped Classroom eine gute Möglichkeit, Selbststudiumsphasen zu generieren, also auch selbstreguliertes Lernen zu initiieren bei den Studierenden. Vielen Dank. Und das kann man natürlich auch sehr gut mit digitalen Medien unterstützen. Ich werde da im Folgenden auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Einige Befunde zum Flipped Classroom habe ich Ihnen mitgebracht, einfach weil es heute auch in der Vorbereitung haben wir ja gesehen, einige Vorträge sind dazu gekommen zum Flipped Classroom. Einige aktuelle Befunde habe ich Ihnen mitgebracht, unter anderem diese recht aktuelle Meta-Analyse, und da sind wir gerade wieder bei der Thematik, dass wir doch besser auf Meta-Analysen schauen sollten als auf Einzelstudien, die vielleicht noch nicht replizierbar sind oder repliziert werden können. Daher bin ich ganz froh, dass ich mich hierfür entschieden habe. Die Meta-Analyse von Cheng und Kollegen hat die Effekte von Flipped Classroom auf den Lernerfolg untersucht und ja, zunächst einen insgesamt positiven, aber doch eher kleinen Effekt auf den Lernerfolg feststellen können über die untersuchten oder ausgewählten Studien in dieser Meta-Analyse. Es konnte hier auch gezeigt werden oder herausgefunden werden, dass der Effekt von Flipped Classroom Settings keinerlei oder unabhängig ist vom Bildungsniveau. Also ganz egal, ob man Schülerinnen und Schüler in Flipped Classroom Settings bringt oder Studierende, hat hier in diesem Fall keinen Effekt gehabt, also keine Auswirkungen, keinen Einfluss gehabt. Und ein dritter, wie ich finde, auch interessanter Punkt ist, da wir heute auch viele Fachlichkeiten hier hatten, mittlere bis große Effekte von Flipped Classroom Settings konnte man in künstlerischen und geisteswissenschaftlichen Fächern feststellen. Also da sind die Studierenden offensichtlich besser damit zurechtgekommen, könnte man meinen. Und in den sozial- und naturwissenschaftlichen und auch Ingenieurswissenschaften konnten die Effekte teilweise gar nicht gefunden werden, beziehungsweise waren eher klein oder mittlerer Art. Eine zweite, noch etwas aktuellere Metastudie oder Meta-Analyse von Van Alten und Kollegen konnte auch zeigen, also im Übrigen hier auch wieder sozusagen die Untersuchung oder die Untersuchung, wie Flipped Classroom sich auf den Lernerfolg auswirkt, beziehungsweise auf die Zufriedenheit der Studierenden. Auch hier konnte ein positiver Effekt, aber auch eben ein kleiner, auf den Lernerfolg festgestellt werden. Also diese Befundlage zieht sich durch alle Studien offenbar durch. Ein zweiter Output sozusagen aus dieser Analyse war, dass Flipped Classroom Settings eigentlich nicht zu einer höheren Zufriedenheit der Lernenden oder in unserem Fall vielleicht auch Studierenden führt, was ich interessant finde, weil wir doch heute einige Vorträge auch hatten, wo es hieß, den Studierenden hat das Freude gemacht, die fanden das cool oder irgendwo sowas in der Art wurde berichtet. Und bei dieser Meta-Analyse, was zudem eben noch besonders hervorzuheben ist, dass die didaktische Gestaltung von diesen Flipped Classroom Settings in den untersuchten Studien eigentlich nicht klar nachvollziehbar war. Also es war nicht beschrieben, wie die Selbstlernphase oder auch wie die In-Class, also die Präsenzphase stattgefunden hat, wie sie abgelaufen ist, wie sie strukturiert vielleicht auch war. Das Einzige, was man sozusagen mitnehmen konnte, ist, dass oder feststellen konnte, dass im Selbststudium ab und zu mal Self-Assessment-Anwendungen platziert wurden, wie etwa Quizze. Ich glaube, das sind heute auch schon mal gekommen bei der ein oder anderen Praxiserprobung. Allerdings eben die In-Class-Aktivitäten, wie vielleicht kooperatives Lernen oder auch Einzel-Lectures, also Micro-Lectures, wurden überhaupt gar nicht beschrieben. Und das ist natürlich schwierig, sozusagen auch dann mit diesem Ergebnis weiterzudenken oder weiter zu überlegen, wie man oder was für Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann.
Gut, und nichtsdestotrotz noch eine Nicht-Meta-Analyse, sondern eine Einzelstudie in dem Fall, dennoch auch nicht weniger aktuell von hier und Kollegen, die die Effekte von Flipped Classroom auf die Lernzeit, den Lernerfolg und die Motivation untersucht haben, Motivation von Studierenden. Auch hier wieder der mittlere Punkt, insgesamt natürlich ein positiver Effekt, aber eben nach wie vor klein. Ja, hier wurde speziell auch die Prüfungsperformance, Exam-Performance in den Blick, ins Blickfeld gerückt. Ein zweiter Punkt, der Spacing-Effekt, den habe ich hier so übernommen, konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass die Lernzeit an sich eigentlich nicht größer wird durch Flipped Classroom Settings, also dass sie sich nicht, dass sie einfach nicht mehr wird in der Wahrnehmung der Studierenden, dass aber Lernen in diesen regelmäßig instruierten Abständen im Sinne von eben kontinuierlichen Flipped Classroom Settings eben dann doch zu besseren Lernergebnissen führt. Und der dritte Punkt, den finde ich eigentlich am spannendsten an dieser Studie, und das ist heute in mehrfacher Ausführung auch schon angeklungen, nämlich die unterschiedliche Vorbereitung der Studierenden in diesen Flipped Classroom Settings. Diese Heterogenität, die sich da auftut, hat natürlich massive Auswirkungen auf den Diskurs und auf das Lernen und Arbeiten in der Präsenzphase im Kontaktstudium. Was hat es damit auf sich? Was können das für Gründe sein? Also einerseits hier in dieser Studie zumindest diskutiert, ist es so, dass Studierende mitunter die zusätzliche Vorbereitung, was ja eigentlich quasi eigentlich auch Lernzeit ist, wenn man es im traditionellen Sinne betrachten würde, also in einer ganz klassischen Vorlesung, diese sogenannte, oder in, ich sage es mal in Anführungsstrichen, zusätzliche Lernzeit eben als Belastung empfunden haben. Also es ist tatsächlich als extra work wahrgenommen worden und nicht als tatsächlich normale Studienzeit. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist der, dass Studierende relativ wenig über selbstreguliertes oder selbstgesteuertes Lernen wissen, dass sie da kaum eigene Strategien haben, kaum Fähigkeiten und dadurch auch in gewisser Weise überfordert sind von Flipped Classroom Settings dieser Art. Und ja, das hat natürlich Auswirkungen, wie schon gesagt, auf den Diskurs in der Präsenzphase. Heißt zum Beispiel, dass gut vorbereitete Studierende vielleicht weniger von so einer Präsenzphase profitieren können, weil eben in der Präsenzphase für die weniger gut vorbereiteten Studierenden nochmal nachgearbeitet werden muss, nochmal was erklärt werden muss. Es findet keine Vertiefung statt, keinen Transfer etc. Von daher ist sozusagen das nicht für jedermann erfolgsbringend. Gut, also ich glaube, da kommt noch einer. Wichtig scheint also zu sein, dass die Studierenden auf Flipped Classroom Settings oder Lernumgebungen dieser Art auch gut vorbereitet werden, dass sie gut begleitet und unterstützt werden, um eben Überforderungen oder auch Anstrengungen oder Missverständnissen entgegenzuwirken. Und ich habe das hier mal zusammengefasst in dem kleinen Satz auf die Qualität der Implementation kommt es an, also auf die Umsetzung, auf die Qualität der Umsetzung und Begleitung, Unterstützung von Flipped Classroom Settings, aber auch von anderen Lernumgebungen, die für Selbststudium oder auch also selbstreguliertes oder fremdreguliertes Lernen vorgesehen sind. Digitale Medien können hier in verschiedener Form unterstützen. Sie können nicht nur die Lehrenden unterstützen in der Vorbereitung für zum Beispiel Flipped Classroom Settings oder auch Exkursionen hatten wir heute und dieser Art. Sie können also die Lehrenden vorbereiten, unterstützen bei der Vorbereitung, aber eben auch die Studierenden während des Selbststudiums und natürlich auch während der Präsenzphase. Wenn wir jetzt einen kurzen Schwenk machen, und uns mal die aktuelle Lage anschauen an den Universitäten und den Hochschulen mit dem Monitor Digitale Bildung. Vielleicht ist Ihnen das Dokument schon bekannt. Sie müssen auch nicht im Einzelnen versuchen, die Zahlen jetzt zu lesen. Wird relativ schnell klar, dass an den Hochschulen nach wie vor
sehr häufig Präsentationsmedien, genau wie das, was ich hier gerade tue, nämlich PowerPoint-Folien vorzutragen, verwendet werden. Also das ist ganz oben links der ganz lange Balken mit fast 100%. Also mit anderen Worten, es ist noch nicht in alle Bereiche, noch nicht in alle Dekanate oder Fachbereiche vorgedrungen, dass man außer Folien nicht auch noch was anderes machen kann oder andere digitale Medien anwenden kann. Ein zweiter Punkt ist, dass sehr selten digitale Medien eingesetzt werden, um selbstreguliertes Lernen zu unterstützen oder Phasen des selbstregulierten Lernens. Wir haben heute sehr schöne Praxisbeispiele kennengelernt mit Exkursionen und Moodle-Einsätzen und Flip-Classroom-Settings und so weiter. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Leuchtturmprojekten an den Hochschulen, ist völlig klar, auch in der Uni Tübingen, da darf ich mir auch selber auf die Schulter klopfen. Das machen wir natürlich auch. Diese Zahlen hier sagen aber eher, habe es ja noch ein bisschen vorbereitet, die Ausstattung ist gut, wunderbar, aber Didaktik ist noch ausbaubar. Dies ist sozusagen ein Zitat entnommen aus diesem Bericht. Jetzt hatte ich gerade gesagt, auf die Qualität der Implementation kommt es an, beziehungsweise die Didaktik könnte vielleicht noch ausbaubar sein. Und das führt mich ganz gezielt zu einem Konzept, zu einem Modell der Sicht- und Tiefenstrukturen. Möglicherweise ist Ihnen das auch schon einmal über den Weg gelaufen. Wenn man von Qualität von Lernprozessen spricht, dann muss man zwangsläufig weggehen von den Rahmenbedingungen, in denen Lernprozesse stattfinden. Man muss reinschauen, was eigentlich genau passiert. Was passiert in so einer Selbststudiumsphase? Was passiert in einer Präsenzphase? Wie lernen die Studierenden? Wie können Lernprozesse überhaupt initiiert werden, damit sie qualitätsvoll sind? Und um das zu tun, schaut man die tiefen Strukturen an von, in der Schule würde man sagen, von Unterricht. Hier an der Uni oder an den Hochschulen würde man sagen, die tiefen Strukturen von Lehrformaten, von Lehrangeboten. Und was steckt dahinter? Sichtstrukturen, das ist schon ein bisschen angeklungen, da geht es eher um Organisationsmerkmale, Lehrmethoden, Sozialformen, also alles, was unter dem Begriff Flip Classroom zusammengefasst ist, ist sozusagen auf Sichtstrukturebene beschrieben und identifiziert. Was jetzt im Flipped Classroom für Lernprozesse stattfinden und welche Qualität diese Lernprozesse auch haben können, das wird eben mit den tiefen Strukturen beschrieben oder kann identifiziert werden. Und hier spielt die kognitive Aktivierung eine ganz entscheidende Rolle, und zwar die kognitive Aktivierung der Studierenden durch das, was in diesen Lernarrangements, in diesen Lernsettings von den Lehrenden angeboten wird, gegeben wird, welche Art von Aufgabenstellung zum Beispiel gegeben wird. Ist diese Aufgabenstellung eher der Art, dass Faktenwissen abgefragt wird, oder ist die Aufgabenstellung eher problemorientierter Art, sodass quasi von einem aktuellen Standpunkt oder Wissensstandpunkt vielleicht noch nicht gleich eine Antwort gefunden werden kann auf die Frage. Neben der kognitiven Aktivierung ist natürlich die konstruktive oder wie wir sagen instruktionale Unterstützung ein wichtiger Punkt, nämlich wie sozusagen Prozesse auch begleitet werden können. Ich werde gleich noch ein bisschen genauer das ausführen. Also wenn man jetzt von den tiefen Strukturen aus gedacht weitergeht, also mit dem Hintergedanken, es geht um kognitive Aktivierung und um die Qualität, um den Grad der kognitiven Aktivierung, dann kann man sich einerseits anschauen, okay, was können denn die digitalen Medien, die wir einsetzen, eigentlich an Potenzial oder was bringen die an Potenzial mit? Und gibt da ein ganz wunderbares Modell, das RED-Modell, vielleicht ist Ihnen das auch schon bekannt. Und mit diesem Modell kann man so ein bisschen beschreiben, was digitale Medien können oder eben vielleicht noch nicht können oder was sie einem ermöglichen. Auf der, sage ich mal, untersten, ich nenne es mal Qualitätsstufe, dem Replacement, sprechen wir von Medien, die eigentlich eine traditionelle Herangehensweise einfach nur ersetzen. Also ich nehme statt einer Videokassette eine MP4-Datei oder so. Also das bringt sozusagen da steckt wenig Potenzial drin, um kognitive Aktivierungen anzustoßen und dergleichen.
der zweiten Qualitätsstufe Amplification sprechen wir schon davon, dass digitale Medien eine Effizienzsteigerung ermöglichen für Lehr-Lern-Methoden und auch für die Erreichung von Lernzielen. Und auf einer dritten Qualitätsstufe der Transformation, das sind dann digitale Medien, hier angedeutet mit dieser VR-Brille. Das sind Medien, mit denen man ja eigentlich bisher noch nicht realisierbare Lern- und Lernmethoden ermöglichen kann. Und auch es ergeben sich mitunter eben auch neue Lernziele durch diesen Einsatz der Medien. Das RED-Modell ist eine Möglichkeit, sich eben mit dem Potenzial digitaler Medien auseinanderzusetzen, wenn es um die Qualität von Lernprozessen geht und auch um den Grad der Qualität. Eine andere Herangehensweise, und die eben sich ganz gezielt auf die Lernprozesse bezieht, ist hier mit diesem, das Sie heute schon kennengelernt haben, das ICAP-Modell möglich. Ich habe von Herrn Fischer natürlich die Folien gesehen, die kenne ich auch schon von früher. Von daher sei es mir erlaubt, hier nochmal eine kleine Erinnerung oder eine kleine Rekapitulation von dem, was heute Morgen schon gesagt wurde. Also das meinte ich jetzt gar nicht böse, Herr Fischer, das war eigentlich ein Kompliment, weil wir kommen ja aus derselben Ecke. Genau, also Medien ist das eine, Potenzial der Medien, das RED-Modell. Auf der anderen Seite können wir uns die Lernprozesse anschauen und da gucken, welche Qualitätsstufe an Lernprozessen können wir eigentlich erreichen, wir, damit meine ich wir Lehrende an den Hochschulen, welche Lernprozesse können wir initiieren und auf welcher Stufe sozusagen. Und ich werde es einfach mal ganz kurz durchsausen durch diese Stufen. Auf der ganz untersten Stufe, Passive, ist völlig klar, das, was Sie jetzt gerade tun, ist passives Lernen. Vielleicht denken Sie auch in Wirklichkeit oder gerade eben an was ganz anderes. Sie hören einfach zu und Sie tun gar nichts. Das Gleiche würde vielleicht passieren, wenn Sie in einem Flipped Classroom Setting sich befinden, sich lediglich ein Lehrvideo anschauen, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Auf einer aktiven Lernprozessebene, auf dieser zweiten Qualitätsstufe, wenn Sie jetzt beispielsweise während meines Vortrags, wenn ich Sie am Anfang gebeten hätte, notieren Sie sich doch bitte mal die für Sie drei wichtigsten Punkte von dem, was ich heute erzähle. Dann wären Sie sozusagen auf eine gewisse Art und Weise aktiviert. Ja? Sie würden mithören, mitdenken, vielleicht innerlich auch sich Fragen überlegen, die Sie mir hinterher stellen wollen. Da sind wir also auf dem aktiven Level. Und wenn wir jetzt an die kognitive Aktivierung denken, von der ich vorhin sprach, wo es darum geht, Aufgabenstellungen zu generieren, die eben über das Faktenlernen hinausgehen, also die Problemlöseprozesse anregen können, dann müssen wir sozusagen auf die zwei obersten Stufen hüpfen und konstruktiv und interaktive Lernprozesse versuchen zu initiieren, also die Studierenden in Situationen bringen, wo sie ihre eigenen Gedanken zum Erklären sollen, wo sie Hypothesen aufstellen sollen, wo sie die Gültigkeit von Wissen oder die Gültigkeit von Inhalten prüfen sollen, wo sie auch Argumente austauschen sollen und so weiter. Das ist natürlich schwierig insgesamt betrachtet, wenn man sich jetzt überlegt, in so einem Selbststudium, im selbstregulierten Lernen, sollen die Studierenden sich jetzt sozusagen selber solche Lernprozesse oder Lernsettings schaffen. Ja. So ist das eigentlich nicht gemeint. Ja. Also es ist eher so gemeint, dass wenn wir Flipped Classroom Settings generieren oder andere Selbststudiumsphasen begleiten, dass wir dann durch bestimmte Maßnahmen, kleinere oder größere, eben versuchen, solche Prozesse anzuregen, die auf einer eben etwas höheren Ebene, der Qualitätsebene liegen. Gut, da sind wir wieder beim selbstregulierten Lernen im Studium. Ich würde ganz gern anhand der zwei rot markierten Punkte noch einige Beispiele vortragen, also der zweiten Lernphase, Lernstrategien einsetzen und auch Lernstrategien oder das eigene Lernen überwachen und regulieren. Welche Beispiele oder welche Möglichkeiten gibt es da auf Hochschulebene? Wir haben heute schon eine ganze Reihe von praxisorientierten und praxiserprobten, erfolgreich erprobten Szenarien und auch Möglichkeiten kennengelernt.
Ich möchte es noch ergänzen durch zum Beispiel das Führen eines Lerntagebuchs. Ihnen ist sicherlich hier in der Schweiz das Lerntagebuch .cs bekannt von Dominik Petko. Möglicherweise würde mich tatsächlich mal interessieren, wer von Ihnen dieses Plugin oder auch diese Anwendung kennt, vielleicht sogar nutzt. Einer, jetzt gucke ich mal da oben. Keiner, also tatsächlich nur einer. Gut, dann empfehle ich Ihnen, sich das unbedingt mal anzuschauen. Also hier wurde ein Plugin programmiert und erstellt, mit dem man eben datengeschützt und auch öffentlichkeitsgeschützt Lerntagebücher führen kann, gemeinsam mit den Studierenden. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die auch hier im ersten Punkt angedeutet, dass die Studierenden eben regelmäßig und kontinuierlich sich mit ihrem eigenen Lernprozess und auch den Inhalten auseinandersetzen können und das eben auf dieser Plattform im Übrigen, was ein Webblog darstellt, auch in Gruppen tun können und eben auch in Kooperation oder auch in Interaktion mit den Lehrenden. Und weil ich gerade sagte, Interaktion mit den Lehrenden, da sind wir wieder beim letzten Punkt. Auch hier bei Lerntagebüchern sowie auch bei Flipped Classroom Settings überall ist es wichtig, eine gezielte kognitive Anregung auch zu schaffen, instruktionale Unterstützung zu geben, damit die Studierenden eben in solchen Lern- oder Selbstlernstudiumsphasen nicht überfordert sind, nicht reißaus nehmen oder was auch immer frustriert oder unmotiviert sind. Und am Ende sozusagen möglicherweise schlechte Prüfungsergebnisse haben. Eine Möglichkeit, wie man eine solche instruktionale Unterstützung oder Anregung geben kann, ist die Gabe von Prompts. Prompts, das können Leitfragen sein, das können Hinweise sein oder ja, andere Anregungen in anderer Form, wie zum Beispiel hier vorgeschlagen, der Prompt oder die Anregung innerhalb eines Lerntagebuchs. Bitte oder nein, wie können Sie die aus Ihrer Sicht zentralen Punkte mit eigenen Worten wiedergeben? Das wäre sozusagen eine Anregung, ein Prompt, um Studierende quasi während ihres Selbststudiums einen kleinen Weg anzuleiten und ja, kognitiv zu aktivieren. Relevant oder wichtig ist natürlich bei diesen Prompts auch, dass der Zeitpunkt und die Sequenz der Prompts einen bestimmten Einfluss hat, also typischerweise oder gut geeignet ist es zum Beispiel, wenn Prompts nicht nur am Ende eines Lernsettings kommen, sondern einfach quasi phasenweise und bestimmte Lernabschnitte auch begleiten und unterstützen oder abschließen können. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das wir gerade in der Universität Tübingen durchgeführt haben, zum Beispiel Einsatz von Prompts. Wie Sie auf dem Bild sehen können, haben wir Studierende gebeten, zunächst einmal, also es sind Lehramtsstudierende, wir haben sie gebeten, kleine Micro-Teachings von eigenen, also sie haben Unterrichtskonzepte entstellt, die sie vorgetragen haben in Micro-Teachings, das heißt, es sind ungefähr 10- bis 12-minütige kleine Sequenzen, also Ausschnitte aus einer Unterrichtsstunde. Und diese Micro-Teachings, die haben wir videografiert, aufgezeichnet und anschließend in ein entsprechendes ja, Online-Tool hochgeladen. In dem Fall hier war das EduBreak. Mittlerweile nutzen wir da auch Ilias-Funktionen. Genau, und dann haben wir die Studierenden gebeten, auf diese Micro-Teachings, also auf ihren Kommilitoninnen, ein Feedback darauf zu geben. Also quasi im Sinne eines Peer-Feedbacks. Und um die Qualität dieses Peer-Feedbacks zu erhöhen, also um eben kognitiv zu aktivieren, um zu instruieren, haben wir Prompts gegeben, und zwar ganz bestimmte Prompts, die sich eben auf den Inhalt nicht nur des ganzen Lernsettings bezogen haben, sondern eben auch ganz spezifisch auf diese Micro-Teachings. Es ging hier nämlich dabei oder darum, um den Einsatz digitaler Medien im Unterricht, im Fachunterricht, in dem Fall im Wirtschaftsunterricht. Ja, und ein Ergebnis war, also ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, ein Ergebnis dieser Peer-Feedback-Kommentare war: auch finde ich gut, schreibt also eine Studierende, dass du die Schülerinnen und Schüler die Mindmap selbst erstellen lässt,
da sie so angeregt werden, ihre eigenen Wissensstrukturen zu erarbeiten und somit später leichter damit lernen können. Ich gebe ganz offen zu, ich habe in dem Datensatz etwas länger gesucht, um einen wirklich perfekten Peer-Feedback-Kommentar zu finden. Die waren natürlich nicht alle so. Ja? Also viele Studierende haben sich nach wie vor schwer getan, zu kommentieren, zu annotieren und auch mit den Prompts oder auch in Verbindung mit den Prompts dann quasi den richtigen Punkt zu treffen. Und im Übrigen ist bei dieser kleinen Ministudie auch rausgekommen, dass durch die Gabe unserer Prompts die Studierenden dazu geneigt waren, mehr Lob auszusprechen. Also es wurde sehr häufig sowas wie gesagt wie, das fand ich jetzt gut, Punkt. Oder das war jetzt cool, Punkt. Und dann kam nicht mehr. Und also das war sozusagen ein klein wenig, sage ich mal, frustrierend, wenn ich es jetzt mal so vorsichtig ausdrücken darf. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir natürlich unsere Prompts entsprechend weiterentwickeln werden und dann ist im kommenden Sommersemester die zweite Phase dieser Studie auch einleiten. Ein weiteres Beispiel, und ich komme jetzt so langsam auch zum Schluss, ein weiteres Beispiel ist, dass man Studierende in Selbstlernphasen, im Selbststudium dazu anregen kann, multimediale Selbsterklärungen zu gestalten, zu erstellen. In wenigen Punkten ist es, glaube ich, heute auch schon angeklungen. Ich habe, glaube beim letzten Vortrag, Sie haben davon gesprochen, dass Ihre Studierenden selber auch Lernvideos erstellen. Genau das ist damit gemeint. Lernen durch Lehren. Herr Lachner hat es hier als täglich Brot-Variante benannt. Es klingt so ein klein wenig abgedroschen im Sinne von, das kann man jetzt immer irgendwie machen. Ich finde es anspruchsvoller, anspruchsvoller, als es ist. Oder, ja. Denn hinter der zugrunde liegenden Idee, Lernen durch Lehren, steht das Modell Lernen durch Selbsterklären. Also wie kann ich durch mein eigenes Erklären jemand anderem etwas mitteilen. Ne? Ein erster Punkt, ganz klar, also in Studien, in einer ganzen Reihe von Studien konnte festgestellt werden, dass Lernen durch Erklären einen wirklich großen Effekt hat auf den Lernerfolg und zwar deutlich größer als das Lernen durch reines Zusammenfassen oder Wiederholen. Ein zweiter wichtiger Punkt, und da sind wir wieder bei der kognitiven Aktivierung oder bei dem Grad oder der Qualität des Lernprozesses, der hierbei stattfindet. Beim Lernen durch Erklären werden deutlich anspruchsvollere kognitive Prozesse eben angeregt, weil die gespeicherte Information zunächst einmal abgerufen werden muss und dann in dem Kontext eines Erklärvideos, im Kontext eines Storyboards und so weiter, eben neu sortiert werden muss und gewissermaßen auch wieder neu abgespeichert werden muss, letzten Endes. Und das Erklären ist natürlich auch, führt auch zu tiefergehendem Lernprozessen, zu einem tiefergehenden Elaborieren, weil man die Erklärung für ein ganz bestimmtes Publikum auch vorbereitet. Also vielleicht erinnern Sie sich oder vielleicht haben Sie schon mal versucht, Ihren Kindern zu erklären, was sie beruflich tun. Sie werden vielleicht festgestellt haben, dass sie das auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun, dass sie andere Worte verwenden, dass sie vielleicht didaktisch reduzieren, wenn man so will, ja. Genau das ist damit gemeint. Also dadurch, dass das, was es zu erklären gibt, neu formuliert werden muss, auf ein bestimmtes Publikum angepasst werden muss, auf ein bestimmtes Anforderungsniveau auch, dadurch werden eben die Informationen entsprechend vertiefter, tiefer verarbeitet. Und schließlich, letzter Punkt, metakognitive Prozesse werden natürlich auch angeschlagen oder angetriggert, dahingehend, dass man natürlich verstehen muss, was man erklärt. Also man muss auch ein klein wenig prüfen und überwachen, was ich zu erklären habe und ob ich das eigentlich selber verstanden habe, diese Lerninhalte. Gut. Eine allerletzte Folie, die sozusagen das Thema Selbsterklären oder Lernen durch Selbsterklären noch ein klein wenig sozusagen empirisch vertieft. Es ist jetzt sicherlich nicht möglich, hier das in aller Breite auszuführen,
Aber wenn Sie Erklärvideos oder Formen dieses Studiums oder dieses Lernens anwenden wollen, dann sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob Sie sprechend, also mündliche Erklärungen, also im Sinne eines Lehrvideos wählen oder ob Sie schriftliche Erklärungen wählen. Denn hier hat man beispielsweise festgestellt, das sind die Kollegen Huggeheide und auch meine geschätzte Kollegin, die Frau Jakob in München, in Tübingen, Entschuldigung. Man hat also festgestellt, dass das mündliche Erklären in Lehrvideos deutlich also größere Lernen, also ein größeres, also ein besseres Lernergebnis nach sich zieht, als wenn man schriftlich erklärt. Das ist sozusagen noch ein relativ junges Forschungsfeld. Man ist hier dabei, noch weiter zu gucken, was da für Schlussfolgerungen rauszuziehen sind, daraus gezogen werden können, beziehungsweise was die Gründe auch dafür sein könnten. Ein zweiter Punkt ist zum Punkt Modalität auch, dass man herausgefunden hat, dass der Zeitpunkt dann, also der Zeitpunkt für sozusagen die Erklärung während des Lernprozesses auch eine relativ wichtige Rolle spielt. Also sprich, es gibt die Version, man kann nach dem Lernen sozusagen ein Erklärvideo erstellen, man kann aber auch, oder eine Erklärung generieren, man kann aber auch während des Lernprozesses Zwischenerklärungen generieren. Und dieses In-Between, also diese Zwischenerklärsequenzen, haben in der Tat zu besseren Lernergebnissen geführt als diese einmalige Erklärsequenz am Ende einer Lernsession. Gut, die Voraussetzungen des Lernenden sind natürlich wichtig. Handelt es sich um Novizen oder Experten im Sinne von jüngere oder ältere Studierende? Wie gut sind sie sozusagen in derartige Lernumgebungen schon eingewöhnt? Und letzter Punkt, wirklich allerletzter Punkt ist die Kombination sozusagen, und jetzt sind wir wieder bei den digitalen Medien und auch bei dem Potenzial digitaler Medien, auf von mir aus gerne der letzten Stufe des RED-Modells, durch digitale Medien wie zum Beispiel hier Book Creator, vielleicht ist Ihnen das bekannt, oder auch Padlet oder andere Softwareanwendungen, ist es möglich, beim Erklären sehr verschiedene Quellen heranzuziehen, also multimediale Erklärvideos zu gestalten, indem man Links einfügt, Hyperlinks, Bilder, kleine Filmchen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was es früher, ich sage jetzt früher, ja, vor einigen Jahren, eben noch nicht in der Form gab und was eben noch nicht möglich wäre. Und das ist ein relativ schönes Beispiel dafür, dass eben digitale Medien auch diesen kognitiven Lernprozess gut unterstützen können. Gut, da wäre noch eine Zusammenfassung, aber ich denke, es passt.